Herr Präsident, meine Damen und Herren! Recht, Rechtsstaatlichkeit, Zuverlässigkeit und Ordnung. Dafür war Deutschland einst in der Welt bekannt. Verdammt lang her. Nach 13 Jahren Merkel steht unser Land inzwischen leider für peinliche Planungspannen wie Berlin oder Stuttgart 21, für ideologische Unsinnsprojekte wie Energiewende, Genderwahn und Eurorettung sowie für Grenz- und Einwanderungschaos. Unser Land leidet unter Herrschaft krimineller Clans, islamischer Paralleljustiz, linken und rechten Straßenterroristen und massiver Zuwandererkriminalität. Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit, aber auch die Versammlungsfreiheit sind massiv eingeschränkt und gefährdet. Medienvielfalt und Medienfreiheit gibt es nahezu nur noch aus Sicht der Altparteien. Abweichende Meinungen sind verpönt und werden unterdrückt. Sie fangen hier schon wieder an, merken Sie das? Menschen, die nicht an die vom sächsischen Ministerpräsidenten sogenannten Wahrheitssysteme des betreuten Denkens im Staatsfunk und in Einheitsmedien glauben, solche Menschen werden stigmatisiert, sozial geächtet und, wenn es besonders schlimm läuft, körperlich attackiert und verletzt. Und für die letztgenannte Drecksarbeit, meine Damen und Herren, sind die von den Altparteien finanziell gebestete Antifa und ihre Helfershelfer zuständig. Und die übernehmen das verdammt gerne. Kurz und gut, vom einstmals zuverlässigen freiheitlichen Rechtsstaat Deutschland, um den uns die Welt einst beneidete, ist nicht mehr allzu viel übrig. Und daran ist nicht Frau Merkel alleine schuld. Sie von den Altparteien tragen die Schuld dafür. Sie sind verantwortlich. Sie stehen für Ignoranz. Sie verschließen sich den drängendsten Problemen unseres Landes, die sie im Übrigen selber verursacht haben. Meine Damen und Herren, daran ändert auch der Pakt für den Rechtsstaat nichts, den Frau Barley angekündigt hat, denn bisher ist gar nichts passiert. Dabei ist aber nichts so wichtig wie die Stärkung der Justiz und der Vollzug bestehender Gesetze. Da wird gleich der Kollege Jens Mayer von der AfD noch zu ausführen. Ein Beispiel. Seit dem Jahr 2014 hat sich die Zahl der Asylverfahren vor deutschen Gerichten verzehnfacht. Während aber Abermilliarden für Migranten rausgeschmissen werden, scheitert die Einstellung neuer Richter am Geld. Diese Regierung hat also nicht nur die Innenstädte den meist illegalen Migranten überlassen, meine Damen und Herren, sondern gleich auch noch die Gerichte mit. Die Gerichte, die einst Aushängeschilder unseres Rechtsstaats waren. An anderer Stelle finden wir dann den Opferbeauftragten, der leider notwendig ist, der bekommt Geld. Allerdings finden wir es sehr zynisch, einen Opferbeauftragten zu benennen und gleichzeitig Terrorkrieger ins Land zu holen. Unsere Lösung wäre im Pakt für den Rechtsstaat, Frau Barley, wir kontrollieren an den Grenzen. Wir weisen Illegale ab und Gefährder sperren wir ein oder weisen sie aus. Dann brauchen wir auch keinen Opferschutzbeauftragten mehr. Das wäre ein Pakt für den Rechtsstaat. Was finden wir noch im Haushalt von Frau Barley? Unsinnige Ideologieprojekte wie Geld für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die sich mit irgendwelchen Sexgebaren beschäftigt und dritten und weiteren Geschlechtern Vorschub leisten will. Wir finden Geld für Schnüffelei und Zensur, 3 Millionen Euro für die Evaluierung des Maaßschen Zensurgesetzes. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keine Evaluierung. Weg damit, meine Damen und Herren. Und schließlich, weil meine Zeit gleich um ist, die SPD befindet sich, Sie wissen es, im freien Fall. Und den Misthaufen der Geschichte, den der gestern sehr kurz und peinlich aus dem politischen Dämmerschlaf erwachte Martin Schulz, wo ist er eigentlich heute? Gestatten offenbar Sie eine sehr Zwischenfrage, gut kennt. Herr Kollege? Oder vielleicht riecht er auch den Misthaufen der Geschichte schon, meine Herr Kollege, Damen und Herren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Möchte sie schneller noch irgendetwas liefern, nämlich die SPD? Eine verschärfte Form der Mietpreisbremse, eine Art Mietpreisvollbremsung, hat sie sich ausgedacht. Dabei versucht die SPD aber zu verschleiern, dass sie alleine für diese Misere auf dem Mietmarkt zuständig ist. Seit Jahren ist die Wohnungsbauförderung rückläufig. Seit Jahren werden Wohnungsbauer auch durch schikanöse Energiesparmaßnahmen eingeschränkt. Seit Jahren wurde auch in den Ländern der ländliche Raum sträflich vernachlässigt. Und schließlich, meine Damen und Herren, seit Jahren erfolgt eine millionenfache illegale Einwanderung, was zu einer weiteren Verknappung des Wohnraums auf dem freien Markt führt. So einfach ist das. Meine Damen und Herren, das war, der kurzen Redezeit geschuldet, ein sehr kurzer Anriss unserer Kritik. Sie haben gehört, es gibt viel zu tun. Wir werden das in den Ausschüssen machen. Die AfD steht dafür bereit. Meine Damen und Herren, nutzen Sie unser Angebot. Vielen Dank. Wenn jetzt noch eine Zwischenfrage gestellt werden soll, bitte? Ich will die Zwischenfrage jetzt zulassen. Jetzt gibt es keine Zwischenfrage mehr. Der nächste Redner kommt nämlich jetzt, und das ist für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Stefan Habert.